Heute möchte ich euch ganz stolz etwas präsentieren, nämlich mein neues Buch. Es heißt Seitensprünge und ist im Verlag Klett-Cotta erschienen. Und dieses Buch liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich da eine Menge Gehirnschmalz und Herzblut reingesteckt habe. Und weil es im Vergleich zu meinen ersten drei Büchern nicht eins ist, wo ich die Dinge einfach anders denke, sondern ich habe diesmal ein Thema völlig neu gedacht. Und zwar das Thema der Monogamie, der ehelichen Treue oder der Treue in Beziehungen allgemein. Und ich habe mir das Schreckgespenst der Untreue vorgenommen und hinterfragt, wieso ist das für uns eigentlich so ein ungeheurer Vorgang, der immer dazu führen muss, dass man den anderen direkt die Koffer vor die Tür setzt. Was ich mir wünsche von euch ist, dass wir darüber sprechen können. Ich will gar nicht unbedingt, dass jetzt Millionen Leute dieses Buch kaufen. Na doch, natürlich, klar will ich, dass Millionen Leute dieses Buch kaufen. Aber noch wichtiger ist es mir, dass die Leute darüber reden, weil ich ganz wild drauf bin, mit den Menschen darüber zu diskutieren. Ich möchte gerne mit empörten Konservativen mich ausfechten, die sagen, was, das geht doch gar nicht, die Monogamie, die brauchen wir doch, das ist doch Laster, und wenn man dann das in Frage stellt und so weiter. Ich möchte gerne mit Progressiven darüber diskutieren, die sagen, das geht mir vielleicht gar nicht weit genug. Und ich möchte natürlich auch mit Betroffenen darüber reden, die vielleicht neugierig sind und sagen, im Moment, da haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht. Meine Bitte also, teilt die Informationen über dieses Buch, teilt dieses Video. Ihr könnt auch auf meinem Podcast-Videokanal bei YouTube Videos anschauen oder nochmal was nachhören, was ich dazu sage. Und teilt das und ladet mich ein. Ich komme zu Kneipenlesungen, ich stelle mich einem Publikum bei Diskussionen, ich möchte gerne Beiträge zur Diskussion stellen und ich möchte gerne einfach über dieses Thema reden. Teilt das, helft mir und ich danke euch ganz herzlich dafür.